Brüggen, hin, Brüggen. Hallo. Ja, hol dir, ja. Okay. Mach das denn. Mein Name ist Carsten Russ und ich bin Pressesprecher bei der Polizei Köln. Am heutigen Tag hat sich hier auf der Platzfläche an der Kalker Post eine Auseinandersetzung gegeben mit mehreren Beteiligten, insgesamt 4 Personen. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung ist eine Person leicht verletzt und 2 weitere Personen schwer verletzt worden. Die 4. Person ist bei uns im Polizeigewahrsam und wird derzeit von den Kollegen der Kriminalpolizei vernommen. Die anderen 3 Personen sind mit Rettungswagen nach ärztlicher Erstversorgung hier vor Ort ins Krankenhaus gebracht worden. Was letztendlich zu der Auseinandersetzung geführt hat, was die Hintergründe sind, muss derzeit noch ermittelt werden und ist jetzt Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ja, was laufen jetzt hier für Maßnahmen vor Ort? Ja, vor Ort haben wir erstmal die Einsatzörtlichkeit rundum abgesperrt natürlich, damit die Kollegen auch von der Spurensicherung hier alle Spuren sichern können. Und die Kollegen von der Kriminalpolizei sind hier vor Ort, haben auch die ersten Zeugen vernommen und gehen jetzt hier ihrer Arbeit nach.